Wir befinden uns in der Kanalstraße in Wendlingen. Alarmiert wurden wir zum Wohnungsbrand mit Personengefährdung. Beim Eintreffen hat sich die Lage so dargestellt, dass aus der Erdgeschosswohnung eine starke Rauchentwicklung festzustellen war. Zwei Personen im ersten Obergeschoss hatten sich auf den Balkon geflüchtet. Ein weiterer Bewohner des Hauses war bereits außerhalb des Hauses, als wir eingetroffen sind. Es hat im Wohnzimmer gebrannt, dieser Wohnung, im Bereich von einer Sitzecke. Ob dort aber der Brand entstanden ist, ist unklar. Wir sind sofort mit zwei Trupps unter Atemschutz in den Innenangriff gegangen und haben das Feuer innerhalb kürzester Zeit mit zwei C-Rohren abgelöscht. Ja, das Feuer an sich war kein Problem. Die Schwierigkeit am Anfang war, durch das, dass etwas Rauchentwicklung auch auf dem Balkon im ersten Obergeschoss gezogen ist, war noch nicht ganz klar, wie die Personen am besten gerettet werden können. Da sie nicht so gut zu Fuß waren, das handelt sich um ältere Leute, hat man sich dann dazu entschieden, sie in der Situation auf dem Balkon zu belassen und hat sie anschließend, nachdem das Treppenhaus einigermaßen rauchfrei war, mit sogenannten Fluchthaube in das Freie verbracht. Also wir sind jetzt momentan dabei, die Erstmaßnahme zurückzufahren. Wir haben jetzt etwas Brandgut aus der Wohnung bereits entfernt. Wir sind jetzt momentan noch dabei, die Wohnung im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss zu belüften. Und im Nachgang werden wir dann aus der Erdgeschoss, aus der Brandwohnung, noch Löschwasser entsorgen. Die Feuerwehr Wendlingen war mit 7 Fahrzeugen und ca. 35 Mann im Einsatz. Kirchheim mit der Drehleiter und 3 Mann im Einsatz. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes waren noch nicht alle Personen aus dem brennenden Haus befreit. Es befand sich ein älteres Ehepaar auf dem Balkon und das Haus war komplett verraucht. Also es gab jetzt keine Verletzten. Alle Personen konnten nach Betreuung und kurzer Untersuchung durch den Notarzt wieder entlassen werden. Ja, aufgrund des Meldebildes war der Rettungsdienst mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Wir hatten 2 Notärzte und 4 Rettungswagen. Und einen leitenden Notarzt und mich als Leiter. Ja, also das Gebäude ist unbewohnbar. Wir versuchen jetzt gerade mit den ehrenamtlichen Kräften eine Unterbringungsmöglichkeit für die Bewohner zu finden. Und die werden dann in eine Übergangsstätte geleitet.